Zurück! Nein! Hey, verschwinde! Los, kusch! Morland, er ist in Gefahr. Ich muss zu ihm. Geht noch weiter? Ich habe keinen Platz. Das kommt in meinen Vorrat. Ich muss seiner Stimme folgen. Morland sitzt auf der anderen Seite fest. Ich muss die Maschinen beseitigen. Nach Morland sehen. Warte, Morland! Ich helfe dir raus! Aloy! Beim Zahnrad, du lebst! Kannst du vielleicht einmal kurz Hand anlegen? Ich komm jetzt, warte. Ja, komm. Das ist eh nichts Wichtiges dabei. Oh nein! Da bin ich, ja, ich will meine Maschine wieder heilen machen. So. Alles in Ordnung? Ach, der steckt da runter. Oh, als uns dieser Wirbel traf, brach alles auseinander. Ich weiß noch, wie wir fielen. Dann warst du weg. Schon gut. Wir leben noch. Weißt du, was die Oseram-Luftfahrt angeht, sind wir Pioniere. Sie ist kein allzu beliebtes Forschungsgebiet. Kommst du alleine zurück ins Lager? Das schaffe ich. Aber ich brauche den Brenner. Er fiel ab, als wir angegriffen wurden. Ich kann alles ersetzen. Außer ihm. Okay, dann los. Hast du eine Ahnung, was uns getroffen hat? Im Wirbel konnte ich es nicht gut erkennen. All das Kreischen und Blitzen? Bestimmt war es ein Sturmvogel. Scheußliche Maschine. Wenigstens ist sie mit dem Sturm verschwunden. Aloy, könntest du einen Weg hinüber suchen? Wir brauchen nur eine Brücke über den Spalt. Oh, ich glaube, ich habe was gefunden. Die Metallblume schließt sich. Achso, es sind nur Truhen hinter. Was ist das denn hier? Achso, ich muss wahrscheinlich. Kita lässt sich selber hin. Warum muss ich mal denen helfen? Warum? Ich glaube, ich habe eine Brücke gefunden. Hast du gesehen, wie ich rüber kam? Das ist mein Versager, ja. Der Frau zeigen, man eigentlich, wer der Mann ist, aber du. Effizient und effektiv. Du wärst eine gute Oseram. Ich sehe ihn. Der Brenner, er liegt direkt unter dem Sturmvogel. Oh, ja,
Die das? Was ist denn da? Oha. Das muss der sein, der uns runtergeholt hat. Wir müssen ihn töten, um den Brenner zu holen. Bereit? Bereiter geht's nicht.
bei meinem Stahl. Oh, der Sturmvogel hatte es auf mich abgesehen. Oder ihm gefiel mein Ballon. Komm mal runter. Wo ist der überhaupt? Aloy, hier drüben, wenn du einen Moment hast. So. Gefunden. Nur ein feiner Haares im Gehäuse. Das kann ich mit etwas Punktschweißen richten. Wenn sich nicht der Boden auftut und uns verschluckt, würde ich sagen, wir sind in Sicherheit. Du hast wieder dein Leben riskiert. Für mich und meine Träume. Ich wünschte, ich hätte Stemmos Worte, um dir zu danken. Du hast mich zum Bau eines neuen, verbesserten Ballons inspiriert. Eine Kombination aus Spektakel und Sicherheit. Oh, welche Ehre. Aber ich lasse Abaddon und Stemmo beim nächsten Flug den Vortritt. Du scherzt, aber halt die Augen offen. Ich werde an deiner Seite fliegen. Wir sehen uns im Lager. Ich muss über so viel nachdenken, so viele Ideen ergründen. Auf ein Wiedersehen. Mögen deine Werkzeuge nie brechen und deine Fantasie niemals Grenzen finden. Leb wohl, Morland. Leb wohl, ich weiß nicht mehr, wie wir sehen. Warum zeigt er mir jetzt wieder so einen Auftrag an? So. Jetzt müssen wir schnell dahin. Machen die Aufgabe auch noch. Die ist, glaube ich, nicht so groß. Und dann war es das auch direkt. Immer da, Leech. Das ist die eigentliche Hauptmission, die ich. Mission, die ich. Ja, ich sei einfach, aber als erstes machen wir bald bitte. Wird die Sonne diese Metallflügel wärmen. Die sind angeschlagen, ne? Diese gebogenen Metallstücke müssen die Bögen sein. Stella sollte hier auf mich warten. Ich hatte schon voll cool, der lehnt sich jetzt auf das Ding. Schrott! Aber doch nicht. Vermutlich von den Bögen. Ist das Boomers Werk? Darauf wette ich, aber keine Spur von Boomer. Weißt du, warum sie hierher kommen würde? Vermutlich nur, um so weit wie möglich von mir wegzukommen. Im Streit habe ich sie angefahren. Sachen gesagt, die man nicht sagt. Sachen, die du nicht so gemeint hast. Ja. Weißt du, im Anrecht hat sie uns immer in Schwierigkeiten gebracht. Dad hat immer gesagt, ich müsse auf sie aufpassen. Wie finden Sie Della? Lass mich nach Spuren suchen. Bin direkt hinter dir! Was jetzt? Hey. Munition ist unterwegs. Was ist denn jetzt mit der? Da, Frau. Spuren. Sie führen wohl hinaus in die Wüste. Voll, Was hast du dir gedacht, Boomer? Die ist ja voll bei der hast Sache. Hast du Geschwister, Rotschopf? Es ist kompliziert. Was du nicht sagst. Aber manchmal macht sie mich wahnsinnig. Und manchmal, meistens, weiß ich nicht mal, was in ihrem Kopf vor sich geht. Aber ich hab doch nur sie. Hoffentlich finden wir sie. Werden die Spuren enden hier?
Aber anscheinend hat Uma Fallen aufgestellt. Überall Sprengstoff zu verteilen, klingt auf jeden Fall nach ihr. Aber wo ist sie? Wenn wir die Maschinen loswerden, finden wir es vielleicht heraus. Erstmal ein bisschen Explosion. Da haben wir schon ein paar, die krepiert sind. Jetzt noch dieser große. Scharfe Klauen und bis an die Zähne bewaffnet. Zum Töten erschaffen. Ah, ihr seid erledigt! Ich hab zum Schlag bekommen. Oh, ist immer rein. Okay. Nicht da rein. Thomas hat. Das hätte ich ahnen können. Bist du da? Nichts. Sehen wir in den Ruinen nach. Vielleicht finden wir raus, wo sie ist. Ah, ich wollte gerade. Ich kam zu nah dran. Mist. Mist, Mist, Mist. Wie viele Feier hat die denn aufgestellt? Ich sammle jetzt nicht alles ein. Kleines Lager. Oh nein. Ich kenne diesen Hammer. Das ist Bumas Lieblingshammer. Wenn sie ihn verliert, macht sie immer einen Riesenaufstand. Sie würde ihn nie liegen lassen. Vielleicht musste sie wegrennen, als die Maschinen kamen. Oder noch Schlimmeres? Hey, das wissen wir nicht. Sehen wir uns mal um. Vielleicht hat sie noch eine Spur gelegt. Halte durch, Boomer. Wir kommen. Hier vielleicht. Siehst du irgendwelche Spuren? Außer Pfeilen? Alter, wie viel Fern stellt die auf? Wir dürfen nur 3 Stück aufstellen, ja? Und wer ist das denn bitte? So, sie ist wohl zu den Hügeln gegangen. Na dann los! Ja, da oben. Auf der Klippe liegt eine Art Wrack. Wie ist Boomer darauf gekommen? Leiter? Ah, eine kaputte Leiter. Sie muss unter Boomers Gewicht zerbrochen sein. Und wie kommen wir jetzt darauf? Hier lang. Gut. Also rauf auf diesen Fels. Ah, ich hätte auch einen Versuch. Wie geht's dir, Della? Toll! Ja, einfach. Festklammern. Jetzt schön gleiten. Ah ja.
geschafft. Schon entführt oder so. Typen. Was war das hier? Weiß nicht. Sieht aber verlassen aus. Ein Unterschlupf. Und irgendein Gerät. Gehört es Boomer? Den setzen uns heil vergehen lassen. Anscheinend wurden Bauteile entfernt. Sie wollte hier oben daran rumbasteln, nachdem Maschinen in ihr Lager bei der Ruine gekommen sind. Aber wohin ist sie dann gegangen? Das Wrack da unten sieht gut aus. So wie ich Boomer kenne, kann sie einem glänzenden Schrotthaufen nicht widerstehen. Komm, schauen wir uns das da unten mal an. Junge, was ist mit der? Macht die Komplettreise hier. Mal. Am Fuß des Wracks. Werkzeuge. Sie hat noch etwas zum Basteln gefunden. Sehen wir uns das mal näher an. Sie hat hier an etwas gearbeitet. Aber wo? Boomer? Muss fertig werden. Boomer! Was machst du da? Ich glaube, die ist drauf. Zu spät. Boomer, was hast du getan? Aus! Oh, das ist doch jetzt egal. Da kommen sie! Siehst du, Boomer? Genau deshalb sage ich immer, lauf nicht weg! Hier! Hier! Brauchst du nicht lauf, Munition! Brauchst Munition! Ich darf. Lass Boomer in Ruhe, du wandelnder Schrotthaufen! Au, Ruhe, ey. Alles. Was hast du dir gedacht? Die Maschinen hätten dich umbringen können. Hey, Boomer? Ja? Deine Schwester hat sich Sorgen um dich gemacht. Hör zu. Wo ist sie denn bei Du bist bestimmt Sachen? Immer noch wütend. Aber du kannst nicht so einfach in die Wüste laufen. Ich bin nicht gelaufen. Und ich bin nicht wütend. Bist du nicht? Nein. Warum sollte ich? Wegen unserem Streit, weil du weggelaufen bist. Bin ich nicht. Du hast mich verlassen. Würde ich nie tun, du bist meine Schwester. Ich hatte eine Idee, also wollte ich Teile suchen. Siehst du? Eine Waffe. Hier kommt nur die Ladung rein. Das Geheimnis sind die Sprengscheiben. Schieß eine auf eine Maschine und boom, peng. Und dann kommt sie zurück, bis du sie oft genug schießt. Und dann macht sie... Boom! Also, das hoffe ich. Gerade kommt sie noch nicht zurück. Lass mal sehen. Der Stift ist locker. Deshalb.
Wickel etwas Kabel hier drum. Fertig. Rotschopf, probier's mal. Nein, warte. Nimm die große Maschine. Hier lang. Und weg ist sie. Bist du nicht wegen unserem Streit weggelaufen? Nein. Aber du hast mir gar nichts gesagt. Du hast geschlafen. Warum hast du mich nicht geweckt? Du wolltest erst am nächsten Tag darüber reden. Naja, ja, aber ich meinte... Was ist mit der großen Maschine? Ich meinte das nicht wirklich. Juhu, sie ist wieder da! Auf die große Maschine! Was ist mit der großen Maschine? Warten wir auf sie. Aber die große Maschine! Juhu, sie ist wieder da! Wer? Auf die große Maschine! Ich bin die große Maschine, oder was? Hä? Und jetzt? Nicht beeilen, das sagt ja, wie eine große Maschine. Wie bist du in die alte Ruine gekommen? Hab sie gesehen, als wir aus nirgendwo weg sind. Und du hast dir den Weg gemerkt? Yep. Hinter welcher großen Maschine sind wir her? Wart's ab. Da unten ist sie. Was war das? Hier ist aber nichts. Pass auf. Verschwindende Schrecken. Wir bleiben hier oben, Rotschopf. Zeig ihm, was in dir. Das muss Bumm machen. Hey, benutzt den Werfer! Hab ich ihn bekommen, oder was? So. Weiter so!
Warte, die räumen sich einfach voll. Schildkröte. Das war spitze! Nur wen lieb? Die sind im Trailer voll lieb, aber da voll arschig. Explodierende Funken, fliegendes Metall, baboom! So, jetzt machen wir mal Schluss hier. Alles okay? Seit wir aus dem Anrecht weg sind, dachte ich, die ganze Zeit, wenn sie mit dem Sprengstoff aufhört, wird alles besser. Und nach eurem Streit dachtest du wärst zu streng mit ihr gewesen. Damit habe ich auch daneben gelegen. Sie sieht die Welt anders als ich. Ich sehe ein Problem. Sie sieht eine Lösung dafür. Ich schätze, das ist okay. Ohne dich hätte ich sie nicht zurück. Sie hat Glück, dass sie dich hat. Was die Waffe angeht, behalt sie. Als Dankeschön. Wollen wir heimgehen? Ich glaube, ich hatte gerade eine Idee für einen neuen Prototyp. Einen Explosiven? Aber klar. Ja! Mach's gut! Ja, das war's dann. Für heute. Wir haben noch zwei Quests, jeweils für einen Part, glaube ich. Jagd gegen den Durst und die Wunde im Sand und Tor der Besiegten. Das ist ein Wasserproblem. Ich glaube, dann ist das das erste, Wasserproblem 1 und das andere ist Wasserproblem 2. Das ist also eine Folgenquest, wahrscheinlich. Eine Tenakt-Siedlung. Mhm. Ja, dann werden wir uns da begeben. Bis dahin, ciao.